Warum haben viele meiner Kolleginnen und Kollegen einfach keinen Bock mehr? Keinen Bock mehr zu arbeiten. In einer Umfrage haben mehr als ein Drittel der niedergelassenen Ärzte, also wenn sie zum Hausarzt gehen, ihr Hausarzt, ihr Orthopäde, angegeben, dass sie die Arbeitsbedingungen als schlecht oder sogar sehr schlecht empfinden. Und das ist für uns, für unsere Gesundheit natürlich ein großes Problem. Also großer Frust auf allen Seiten, wodurch im Endeffekt auch unsere Versorgung als Patient schlechter wird. Die Frustration vieler niedergelassenen Kollegen ist also hoch. Und als belastend wurde in der Umfrage vor allem der Verwaltungsaufwand, also die Zeit, die man braucht, um Papierkram zu machen etc., statt sich um den Patienten zu kümmern. Das wurde als sehr belastend sozusagen festgestellt. Also Folge ist unzufriedene Ärzte, damit unzufriedene Patienten. Entscheidend sind also nicht nur Forschung und neueste wissenschaftliche Erkenntnisse, da machen wir ganz viele Fortschritte, sondern auch das menschliche Miteinander.